Hi ihr Lieben, hier ist der Markus aus der Gruppraxis. Heute möchte ich euch dazu ermutigen, mal ein bisschen aus eurer Komfortzone rauszutreten. Einige von euch, die meinen YouTube-Kanal kennen, die wissen schon, dass ich auch mittlerweile meine Kunst benutze, um auch politische Statements zu setzen. Das lag mir früher echt total fern, aber irgendwann in den letzten Jahren habe ich mir gesagt, nee, das geht nicht mehr, außerdem habe ich mir die Freiheit erarbeitet, selbstständig zu sein und damit auch das tun und sagen zu können, was ich gerne möchte. Und heute leben wir ja schon in einer Zeit, wo auch der ein oder andere von euch wahrscheinlich festgestellt hat, dass er das eine denkt, aber das andere sagt, weil es Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Schlimm genug, ne, in unserer Demokratie. Aber dann schimpfen wir gerne auf die Leute, ne, wie Putin und Russland und weiß der Geier was, die ja ach so böse sind und vergessen vollkommen, mal die Ursachen aufzuarbeiten, warum das so war. Und auch mal die Ursachen aufzuarbeiten, Stichwort Irakkrieg, ja, beispielsweise dreiste Lügen, völkerrechtswidrige Handlungen unserer sogenannten alliierten Freunde. Ja, also ich weiß, dass man da ein bisschen tief graben muss und sich auch Zeit nehmen muss, sich das anzuschauen. Ich gebe euch den guten Tipp, tut das gerne mal, damit ihr überhaupt mal so ein bisschen auch das alles wieder einordnen könnt, was so passiert. Ne? Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, ich habe die Weisheit gepachtet, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe irgendwie einen gesunden Menschenverstand und wenn man so privat mit Leuten spricht, dann habe ich sehr oft festgestellt, dass viele Leute ähnlich denken, aber aus gesellschaftlichen Gründen, sozialer Ächtung nicht den Mut haben, ja, ihre Meinung kundzutun. Und mein Kanal, meine Musik, alles, was ich mache, auch in meinen Workshops, da seid ihr frei, ihr könnt sagen, was ihr denkt. Die Handpan ist ein wunderbares Instrument, um persönlichen Zugang zu sich zu finden und vor allen Dingen auch mit anderen Menschen. In diesem Sinne, kleine Werbung für Markus Gerlach und die Gruppraxis in Dortmund und bleibt ehrlich.